Erste Lied und Raute X27 Semikolon ist dann zu Exit, dieser Promi verlässt das Parkett. Da waren's nur noch 13. Nachdem sich die Letztanze-Kandidaten in der vergangenen Woche dem Publikum und der Jury um Joachim Lambi, 53, erstmals präsentiert hatten, lieferten sie heute direkt nach. Die erste große Live-Show forderte den 14 Promis alles ab. Und während manche Paare schwer umjubelt in ihr TV-Abenteuer starteten, muss sich ein Star verabschieden. Tina Roland, 51, hat heute bereits ihre letzte Vorstellung geliefert. Keine zweite Liebesho für die Schauspielerin. Ihr Auftritt mit Vadim Gabuzov, 30, konnte Joachim und seine Co-Juroren Mozi Mabuse, 36, und Jorge González, 50, nicht so überzeugen, wie sie es geplant hatte. Auch die Anrufe der Zuschauer konnten die ehrgeizige Kandidatin nicht mehr retten. Neben mussten KKKKL und Heiko Lochmann, 18, bis zuletzt um den Einzug in die nächste Runde bangen. Wesentlich besser lief es dagegen für Engel Flück, 59, und Thomas Hermanns, 55. Die zwei Comedians ließen die junge männliche Konkurrenz mit ihren Auftritten weit hinter sich und ertanzten sich jeweils über 20 Punkte. Elf und die Katharina Leonova, 30, erreichten mit 25 Punkten sogar die Jury-Höchstwertung des Abends. Findet ihr den heutigen Exit gerechtfertigt? Stimmt in unserer Umfrage ab.